Jesus befreit uns von der Blindheit des Herzens. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute, die Blinden kamen zu Jesus. Er sagte zu ihnen, glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Sie antworteten, ja, Herr. Darauf berührte er ihre Augen und sagte, wie ihr geglaubt habt, so soll es geschehen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Zu diesem Wort möchte ich gerne den heiligen Augustinus zitieren, der so wunderbar über seine Bekehrung schreibt. Spät habe ich dich geliebt, du Schönheit. Siehe, du warst in meinem Innern und ich war draußen und suchte dich dort. Ich stürzte mich, hässlich wie ich war, auf diese schönen Dinge, die du geschaffen hast. Du warst bei mir, aber ich nicht bei dir. Die Dinge hielten mich fern von dir. Du riefst, du schriest, und da durchbrachst du meine Taubheit. Du strahltest auf, du leuchtetest es und vertriebst meine Blindheit. Duft ging von dir aus, ich zog den Hauch ein, und nun verlangte ich nach dir. Ich habe gekostet und nun hungere und dürste ich nach dir. Du hast mich angerührt und ich entbrannte nach deinem Frieden. Jesus, bitte befreie auch uns von der Blindheit des Herzens und lass uns an dich ganz fest glauben und dir vertrauen. Dem Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, des heiligen Judas Thaddäus und aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmacht dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Dem Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Möge sich alles Negative durch das unbefleckte Herz Mariens in Segen und Heil für euch verwandeln. Und so segne, heile und stärke euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und euch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.